Okay. Gut, weiter geht's. Na, kriegen wir den? Das sieht gut aus. Ja, voll Hammer. Hier, wunderbar. Ist das hier so ein Symbol wieder? Was man in bestimmten Perspektiven sieht. Wir hatten es ja am Hauptspiel auch irgendwie. Da mussten wir für, glaube ich, irgendwie eine Türkombination. Ja, ich würde fast sagen, ja. Okay, da oben ist ein Gegner. Ist das hier. Warte mal, ist das eine blaue Medaille da oben? Okay, wir gucken mal. Oder was? Oh oh. Nicht gut. Okay, ich muss Helle machen. Schnell, schnell, schnell. Los, beeil dich. Sehr schön. Zack. Und... ja, es ist eine blaue Medaille. Und das sind diese Symbole wieder. Okay, na gut. Ich warte mal noch, bis er sich wieder umdreht. Na los, komm. Dreh dich um. Hier ist gar nichts. Tagebuch einer Dorfbewohnerin. Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocken zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelt sich vor der Kirche, um dem Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander an und unsere Gedanken werden eins. Er sagt uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit. Die Güte Lord Sadlers wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke erneut läutet. Ja. Der gute Lord Sadler. So, okay. Ist er jetzt hier? Ja, denn, Freundchen, denn weißt du, was jetzt glüht? Glüht? Jetzt weißt du, was dir glüht. So, mit Al können wir zoomen. Mit Öhrchen, mein Freund. Mit Öhrchen. So, okay. Shiften mal ganz fix rüber. Sammeln das noch ein. Oh, was haben wir hier? Nein zu blauen Medaillons. Okay, wir können diesen Kult nicht einfach machen lassen, was er will. Kann irgendjemand bitte die blauen Medaillons beseitigen? Sie verunstalten das Landschaftsbild wie sonst nichts. Okay, alle blauen Medaillons zerstören. Gibt 6 Spinels. Und 4 Stück müssen wir noch finden. 5 sind es insgesamt. Okay, alles klar. So, okay. Haben wir, haben wir, haben wir. Wo sind denn die anderen? Da ja, kann ich ja mal probieren, den mit der Pistole zu kriegen. Fail. Gut. So, Nummer 2. Okay. Nächstes. So, da unten haben wir noch eins. Das ist Nummer 3, aber wo ist Nummer 4? Ach, ja, okay, alles klar. Hier oben hängt's. Auftrag erfüllt. Geh doch mal dahin. Dann nehmen wir mal das hier oben. Okay, ist er da. Ja. Wie auf einem Auge blüht. So, nachladen. Oh, wir sind auf dem Friedhof. Da sind wir. Die Kirche. Wo sind wir? Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, also wir müssen ja zur Kirche hin, würde ich sagen. Finden wir... oh, hier vorne finden wir doch bestimmt einen Ort. Weil der Weg ist eigentlich anders lang. Mal schauen, was wir hier finden. Köpfe. Schön. Okay, wir finden Köpfe. Aber wenigstens noch 2 Fässer, das ist ja schon mal was. Seidenkristall, sehr schön.
Oh Gott, oh Gott. Tür ist zu. Oh ja, aber da. Okay, na denn. Auf geht's zur Kirche. So, der Friedhof wird hundertprozentig voll sein mit irgendwelchen Dudes irgendwie, die uns da nicht durchlassen wollen. Naja, man hört sie ja schon. Warte mal, da steht einer. Naja, schon gesehen, was? Ja. So. Oh, hey, hey, hey. Distanz, mein Freund. Na, 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 na. So, sehr schön. Küchenmesser ist halt wirklich natürlich richtig schnell runter. Also entweder braucht ihr ganz schnell mal irgendwo eine Möglichkeit zum Reparieren oder ein neues Messer. So, schnell nachladen. Ah, ist auch großartig, wie sich das so anpasst. Erst so von den Lichtverhältnissen, ne? Du kommst halt drin und siehst erstmal gar nichts, ne? Und dann langsam gewöhnen sich dann die Augen daran. Großartig. So, hier oben ist noch ein Fass, das holen wir uns. Bam. Ich sehe das. Sehr schön. Und wir sind in der Kirche. Wiederversetzt. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Ah, ja genau, ja. Es war ja auch im Original so, wir waren quasi die, die die Dorfglocke geläutet haben, damit Leon quasi weiterkommt, ne, in Ruhe lassen wird. Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Lass mich nicht warten, Luis. Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Menders Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Ich wusste, der macht Ärger. Menders Haus, Alter. Oh, bitte nicht, ey. So, Menders ist auf jeden Fall auch kein geiler Gegner. So, warte mal, hier kommen wir hoch. Oh. Ein Rubin, sehr schön. Sehr. Oh. Ist das Ashley? Ich glaube, wir hören hier Ashley gerade. Ashley können wir jetzt hier, glaube ich. Nee, können wir definitiv nicht retten, weil Leon muss sie quasi in der Hauptstory hier retten. Kommen wir nicht durch. Kommen wir hier rein? Ja, wir kommen hier rein. Schön. Okay, dann schauen wir nochmal, was wir hier haben. Wunderbar. Schießpulver. Großartig. Naja, ein Foto von Ashley.
Foto von Ashley sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Deswegen ist Leon hier. Ja. Leon ist quasi dafür da, Ashley, also die Tochter des Präsidenten, zu retten. Falls ihr das Hauptgame noch nicht gesehen habt, plopp, gebt euch das mal, bevor wir jetzt hier weiter mit Separate Ways machen. Und danach kommt ihr nochmal rum und schaut euch dieses Let's Play an. Aber wie gesagt, guckt euch erstmal die Hauptstory an, das ist wichtiger. So, okay, müssen wir weiter nach oben oder was? Nein. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ach Gott, müssen wir echt ins Dorf? Aber hier vorne Tür zu. Hm. Ich denke, wir müssen ins Dorf. Okay, eine Menge Feinde hier. Also auf jeden Fall höre ich welche. Ja, da sind sie. Die können mal abhauen. Achso, die sind natürlich alle. Schön weitergehen. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen. Und Krieg, was? Oh, ist nicht. Oh, nicht so cool. Fanden sie nicht so gut. Gut, dann hauen wir halt ab. Oh. Die violette Fackel des Händlers. Fremde. Was Stranger. Interessanter Ort für ein Geschäft. Fremder. Na, dann schauen wir noch mal. Und interessante Ware. Na dann, unser erst Willkommen. Gute Arbeit. So, jetzt kriegen wir natürlich erstmal das Belohnung, weil er hat diesen Auftrag ausgesetzt. 6 Spinell. Da sag ich, danke. Noch neue Waren, die dich interessieren könnten. So, was haben wir denn? Wir haben die Punisher. Wir haben eine Schulterstütze. Deine Kohle oder Abgesägte. Dein Leben. Schön. Sollte dir leicht fallen. Aber wir haben auch keinen Platz. Das ist nicht so gut. Guck mal, was es noch so gibt. Koffererweiterung können wir uns kaufen. Talisman. Ein Talisman für den Aktenkoffer erhöht die Wahrscheinlichkeit bei einem Herstellungsbonus bei der Herstellung von Pistolenmunition um 15%. Und hier Herstellungsbonus von MP-Munition um 15%. Raketenwerfer ist halt eigentlich auch immer mega wichtig irgendwie. Gerade wenn wir hier auf einen Höhlentroll oder so was stoßen, aber es ist halt. So, können wir denn schon was verkaufen? Wir können das verkaufen. Den Ring können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Die Weinflasche muss ich noch pimpen tatsächlich. Na dann, komm jederzeit wieder. So, come back every time. So, wo war denn das? Mann, hier. So, Edelstein einsetzen. Genau, du kommst da rein und der blaue kommt da rein. Und jetzt kriegen wir 12.100 Peseten dafür. Jetzt können wir das verkaufen. So, nochmal das gleiche von vorn. Zack, zack, zack. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja. So, okay, und verkaufen. Ein hervorragender 53.000 Pesetas. Ja, ich denke, wir werden eventuell das den größeren Koffer kaufen. Gehört dir, Fremde. Schön, dass er Fremde jetzt sagt. Sonderangebot für die Abgesägte. Die ist schon geil, nur für kurze Zeit 20% Rabatt. Gönnen wir sie uns? Ich weiß tatsächlich gerade nicht irgendwie, ob jetzt so schnell noch eine bessere kommt. Ich denke, wir nehmen sie. Handlich, als wäre sie für dich gemacht worden. Schön. Kann ich schon. Kraut und Rüben hier, Alter. So, Kräuter haben wir schon machen. So, und dann tue ich euch jetzt mal den Gefallen und wir sortieren mal kurz automatisch. Normalerweise nehme ich mir für sowas immer ganz gerne Zeit und mache das händisch irgendwie, weil für mich hat das was sehr befriedigend. So, wir machen MP-Munition. Und kann man das noch ein bisschen anders sortieren hier? Sieht irgendwie nicht so geil aus. So, was können wir nochmal? Pistolenmunition werden wir noch ein bisschen machen. Werden wir auf jeden Fall brauchen. So, schön. Haben wir.
So, wir haben zwei Flashbangs. Ja, sieht eigentlich erstmal alles ganz gut aus. Könnt noch einmal nachladen. Nee. Musst du wirklich jetzt außerhalb des Menüs machen. Komm bald mal wieder vorbei, ja? So, oh, lebenstechnisch sieht es ziemlich räudig bei uns aus. Ich würde mal sagen, ich guck mal kurz nebenan nach. Haben wir die Spinelle jetzt schon bekommen? Willkommen. Ja, die haben wir bekommen. Wir haben hier oben 9. Die Frage ist, Spinels eintauschen. Schatzkarte. Wie bitte? Kleiner Wo Schlüssel. Wir unsere Ware hier haben. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Rohstoffe zu finden, Rohstoffe S zu finden, Rohstoffe L zu finden, das ist natürlich auch ganz cool. Rohstoffe, nehmen wir 2 davon. Ich weiß nicht, was noch kommt irgendwie. Schatzkarte ist auch geil. Ah, komm, wir gönnen uns mal die Schatzkarte. Life is short. Machen wir auch. So. Gute Instinkte, den haben wir. Und Rest lassen wir erstmal. Kleiner Schlüssel kann auch immer ganz gut sein, aber für 2 Spinell ist er mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu teuer. So, das Messer würde ich auf jeden Fall reparieren. Wenn ich das mal so sagen darf. Angriffskraft. Hier würde ich auf jeden Fall ein bisschen mal drin setzen. Magazingröße ist auch sehr wichtig irgendwie, aber tatsächlich. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde. Gönnen wir uns erstmal ein bisschen Angriffskraft und dennoch mal ein bisschen Magazingröße, weil die TMP haben wir auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen. Magazingröße, Feuerrate, Feuerrate ist eigentlich passt. Erstmal. So, okay. Kommen wir jetzt hier lang? Ja, jetzt kommen wir hier rein. Clemente Sapel. Mein Meister. Wenn ich es mir recht überlege, was seltsam, dass Isidro mich einfach gehen ließ. Seit mich das Ungeheuer in der schwarzen Robe mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, habe Visionen. Der Himmel selbst erscheint wie aus einer anderen Welt. Und dann kommt diese Kreatur. Doch auf einmal sind es viele, Hunderte. Mein Gebieter, bitte, ich flehe euch an. Sagt mir, gibt es einen Weg, diesem Grauen zu entkommen? Ja, Clemente ist er, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Oh, fetter Trollschädel hier, ey. Mann. So, jetzt können wir mal kurz einen Blick werfen. Und hier sehen wir jetzt natürlich jetzt sehen wir natürlich, dass wir durch die Schatzkarte hier die Schätze quasi markiert haben auf der Karte und bloß einen Sack machen. Das ist ganz gut. Sadler, der Anführer des Kults. Sadler. Lord Sadler. Jetzt sind wir nochmal hier vorne. Können wir nochmal was machen? Ja, haben wir da Rohstoff S. Wunderbar. Nehmen wir mit. Schießpulver ist auch gut. So, hier haben wir alles. So. Weiter geht's. Bitte was? Oh nein. Oh nein, jetzt wieder Vertugo. Oh, so ein Mist, ey. Also sollte jetzt wirklich, wie ich es jetzt gerade in meinem OBS sehe, irgendwie ab und zu mal die Aufnahme haken. Ja. Oh, nicht cool, nicht cool, Alter. Denn tut mir sehr leid, ihr Lieben, irgendwie. Also ich habe tatsächlich schon, also irgendwie, wie es gut ist. Ist der Wurm drin derzeit irgendwie beim Aufnehmen? Ja, das wird's jetzt richtig bringen, jetzt so ein Kick im Magen, Alter. So, haben wir hier irgendwas? Oh, scheiße, okay. Oh nein.
Okay, jetzt sind wir mehrere. Oh. Weg, weg, weg. Ach, verdammt. Es ist aber interessant, dass mich die Illusion ebenfalls verbunden. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, ist gone. Nein, ist er nicht, da hinten ist er wieder. Ja, der Streukreis von der TMP ist natürlich absolut gruselig. Nein, Mann, hier doch hin. So, sehr schön. Oh. Oh, ey, da kommt mir jetzt so ein bisschen lahm gerade vor. Ah, ich glaube, wir haben ihn. Daneben. Also wie gesagt, ich habe es jetzt im OBS ein, zwei Mal gesehen. Irgendwie krass. Manchmal hakt es tatsächlich innerhalb der Intro-Sequenzen oder der Cutscenes. Komischerweise immer nur so partiell. Keine Ahnung, okay. Woran es liegt. Weiter zu Menders Haus. Riecht nach verbranntem Fleisch. Mmh, das yummy. Sind keine schönen Erinnerungen. Nein. Und ja, von daher tut es mir natürlich ein bisschen leid irgendwie, aber ich kann es halt leider nicht ändern. Ich hoffe, für euch ist es nicht zu schlimm. Flintenmunition, sehr schön. Ich habe, glaube ich, auch die Flinte jetzt ja nicht auf der Kurzweile. Oh Gott. Haben wir hier was? So, Flinte, Kurzweile, Schnellzugriff. Ene Mene Mumu packen wir sie mal auf die... Ja, komm, nehmen wir die 8. So, wenn wir jetzt nach oben gehen. Ja, hier haben wir sonst auch mal eine Flinte gefunden. Grenade, wunderbar. Granate finde ich immer gut. So, ist hier irgendwas? Ist nichts. Oh, hier ist die voll einfach. Hier wird kein Fenster aufgemacht, hier wird einfach durchgesprungen. Einfach durch. So, kurz mal einen Blick auf die Karte. So, hier oben auf dem Kamin werden wir wahrscheinlich was finden. Nee, es ist scheinbar in der Hütte hier unter mir drin. Wo haben wir noch was? Hier hinten in dem Haus und hier in dem Haus. Okay. Kommen wir mal runter und schauen wir mal, wie wir hier reinkommen in das Haus. Okay, durchs Fenster. Zu. Zu. Okay. Ich hab ein Echo. So, okay, hier in der Scheune. Oh, eine wunderschöne große Truhe. Und ein Parfum. Ein eleganter Parfumflakon. So, machen wir auf. Und einfach aufmachen. Dankeschön. So, das dürfte es auch gewesen sein, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Gut, okay. Warte mal, ich wollte außen rumlaufen und mal schauen, ob ich da durchs Fenster komme. Ja, sieht ganz gut aus, glaube ich. Ja. Okay, zwei Fässer. Was haben wir noch? Wahrscheinlich hier vorne in der Schublade drin. Oh, jetzt brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Igitt. Sieht auch nicht besser aus als vorher. So, ja, tatsächlich ist das Ding abgeschlossen. Ja, dafür ist auch das Ausrufezeichen da. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, jetzt halt da so einen Schlüssel kaufen. Oh, weiß ich nicht. Und nachher ist da was drin, irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie Schießpulver oder irgend sowas. Ja, gut, das hat es ja jetzt gerade vorgebracht. Warte mal, hat hier gerade irgendjemand ein Ei gelegt? Ich glaube, jedes Mal, wenn die Hennen hier so rumkrakeelen irgendwie und die Hähne,
Also die Hähne liegen ja okay, nein, aber irgendwie, jedes Mal, wenn man halt den Hahn krähen hört, irgendwie war es, glaube ich, so, dass die Hennen eingelegt haben. Die kannst du mitnehmen, weil die sind natürlich sehr, sehr cool als Heilmittel. Ja. Erstmal alles großflächig abgelootet hier. Okay, hier kommen wir nicht durch. Sicher? Können wir hier drin? Nee. So, und im oberen Haus hier hinten war nochmal was. Und wir können mal gucken, ob wir nochmal hier in den Turm hochkommen. Seht das. War das jetzt dahinter? Ja, es war dahinter. Wie kommen wir denn da hin? Und hier waren wir auch noch nicht drin im Haupthaus. Also Haupthaus ist es ja nicht, aber es ist eins der größten Häuser hier tatsächlich. Wir schauen mal rein. So, okay. Blendgranate. Ich sage danke. Cash. What? Hä, was jetzt im Haus? Irgendwas im Haus. Die Truhe hier? Ja, die ist eine kleine Schatulle. Ein Saphir. Sehr gut. So. Kisten nehme ich auch sehr dankend entgegen. Und okay, wo kommen wir jetzt weiter? Wenn ich mich recht entsinne, ging es, wenn man jetzt hier hochläuft, zum Haus von Mendes. Und so haben wir hier noch was? Ja, eine kleine Kiste. Nice. So, wirklich alles nur von Binnenfeen zusammengehalten. Ja, alles nur noch Schrott. So, na dann werden wir mal. Fledermäuse. Gleich da vorne ist es. So, lebenstechnisch sieht es relativ räudig bei mir aus. Guck mal kurz, ich glaube, so Asen kann ich nicht. So, aber etwas. Vorne haben wir noch mal ein kleines Täuschen. Finden wir hier noch was Schönes drin? Ja. Sehr gut. So, leider weiß ich auch nicht mehr im Original, wann du gegen Mendes kämpfst oder ob du überhaupt gegen Mendes kämpfst. Aber wir lenken ja tatsächlich Mendes von Leon ab. Ich glaube jetzt. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Sehr imposanter Rauschebart.